Steinzeug und Betonbohrer sind keine gute Kombination. Das Material ist so hart, dass die Bohrer meist schnell mal verglühen oder sich in ihre Einzelteile auflösen. Daher haben wir dir vor einiger Zeit das Bohren einer Feinsteinzeugfliese mit einer Diamantbohrkrone für die Bohrmaschine gezeigt. Und mit Erfolg. Heute aber machen wir uns daran, eine Diamantbohrkrone mit integrierter Kühlung für den Winkelschleifer zu testen. Mal sehen, ob das genauso gut funktioniert. Bevor wir aber mit dem Bohrer an die Wandfliese ins Bad gehen, steht natürlich eine Probebohrung am Programm. Wir drehen den Bohrer auf die Maschine und fixieren das Werkzeug. Laut Hersteller ist die Krone schräg anzusetzen und sobald sie greift, ist mit leicht kreisenden Bewegungen zu bohren. Gesagt, getan. Die Bohrung geht wirklich schnell voran. Und das ohne umständliche Kühlung. Auch das Loch ist nicht so schlecht, könnte aber besser sein. Ein neuer Versuch. Wieder halten wir den Winkelschleifer schräg und richten ihn dann gerade auf. Wir verzichten bei diesem Versuch allerdings auf die permanenten kreisenden Bewegungen. Und siehe da, das Loch sieht bedeutend besser aus. Hier der direkte Vergleich. Na dann, ran ans Werk. Der neue Haken wartet schon im Badezimmer auf uns. Schnell ist die geplante Stelle markiert. Wer auf übermäßig viel Dreck verzichten möchte, baut sich wie wir mit etwas Malerkrepp ein kleines Staubschiff. Beim Verschließen bleibt das Bohrmehl nämlich in der Tasche. Und das Beste daran, mit nur zwei Streifen Malerkrepp bleibt der Haussegen intakt. Jetzt kommt auch schon die Bohrkrone zum Einsatz. Wir setzen schräg an und bohren dann gerade weiter. Die Fliese ist genauso schnell durchbohrt wie im Testlauf. Perfekt. Und auch die Fermazellwand dahinter leistet keinen Widerstand. Schließlich soll der Dübel samt Schraube in dem Loch Platz finden. Danach räumen wir mit einem Handgriff auf. Jetzt geht alles ganz schnell. Wir saugen das Loch aus, setzen einen passenden Dübel ein und drehen die Schraube des Wandhakens mit seiner rückseitigen Platte ein. Dann müssen wir nur noch den Haken selbst aufdrehen. Beim Festziehen behelfen wir uns mit einem Zangenschlüssel. Der hat nämlich glatte Backen und zerkratzt somit nicht unseren neuen Haken. Das wäre wirklich schade. Die Bohrkrone hat uns überzeugt. Schneller haben wir noch kein Loch in eine Feinsteinzeugfliese gebohrt. Auch die umständliche Wasserkühlung fällt weg. Bleibt nur die Frage, wie lange die Krone hält. Aber um das beantworten zu können, müssen wir wohl noch ein paar Löcher bohren. Hat dir das Video gefallen? Freuen wir uns über einen Daumen hoch. Und nicht vergessen, Daibook abonnieren.